Freunde, happy Black Ops 6 Release. Ich werde jetzt gleich live streamen. Guten Morgen auch von Mai. Wir waren aber gestern auf dem offiziellen Release-Event von Black Ops 6 in Hamburg. Das heißt, ich bin morgens um 10 Uhr losgefahren aus Köln nach Hamburg und bin dann um 0 Uhr zurückgefahren von Hamburg nach Köln. 4 Stunden circa. Dann bin ich ins Bett gegangen. Wir haben 9 Uhr. Ich gehe jetzt gleich rein in den Livestream, aber ihr kriegt jetzt ein paar Runden von dem Event zu sehen. War sehr, sehr geil. Da waren richtig viele Streamer, sowohl aus der COD-Community als auch generell große Streamer. Eli war da, Elotrix war da, Trimax war da. Ja, wir haben mit denen zusammengespielt, gegen die gespielt. Deshalb, ich glaube, relativ ansehnlich auf diesem Event. War sehr cool. Deshalb jetzt checkt gerne die Runden ab. Wir haben gegeneinander gespielt. 6 gegen 6. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Grüße von Mai und von mir. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommt gerne in den Livestream auch, wenn ihr das Video jetzt seht. Viel Spaß. Ja, Chris, du wurdest vom Team vorher als jemand genannt, auf den man ein Auge haben muss. Wenn er einen guten Tag hat. Wenn du einen guten Tag hast. Es gab die Einschränkung. Mit der Prämisse vielleicht. Was sagst du dazu? Das ist ein großes Vielleicht, ja. Also ich werde wie Eli auch ein paar Kills machen, auf jeden Fall. Versuchen, ich wurde hier als geheimer Team-Captain ausgewählt. Mal gucken, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich freue mich, wird cool. Ich werde mit den Maulwürfen reden und dann erkläre ich mal kurz die Mission, die sie haben. Und zwar ist der erste Maulwurf Reapers. Und wir werden jetzt auf Reapers wechseln und gucken, ob er mich hört. Weil gleich können wir ihm dann sagen, hier, das ist Reapers. Reapers, wenn du mich hörst, bleib stehen und lass dir nicht anmerken. Okay, du hörst mich? Ja, jetzt? Nicht reden, Reapers. Wenn du mich hörst, dann mach einfach einen hoch und runter, wie ein Ja. Okay, sehr gut. Reapers, du hast eine Maulwurfsmission. Du darfst niemandem davon erzählen. Du musst deine Teammates 10-mal stunnen. Deine eigenen Teammates und niemandem erzählen. Das muss geheim bleiben, auch nach dem Match. Du darfst bis zum Ende des Turniers nicht erzählen. Nicht im Spawn, wenn du respawnst, sondern mitten im Spiel musst du sie 10-mal stunnen. Viel Glück. So, und jetzt wechseln wir rüber zu Elias, dem guten Eli, und erklären ihm nochmal dasselbe. Mal gucken, ob er uns hört. Der wird komplett durchdrehen, wenn er meine Stimme hört. Oh, rechts sind welche oben am Fenster. Ich hoffe, dass wir gleich mal switchen. Da ist er. Eli, lass es dir nicht anmerken. Ich bin's, Jem. Hi. Wenn du mich hörst, bleib stehen. Sehr gut. Eli, du darfst mit deinem Team drüber nicht reden. Du hast eine geheime Mission. Du musst deine Teammates 10-mal mit einer Flashgranate stunnen. Oder mit einer Stun-Granate. Ja, da brauchst du nicht so zu schauen. Das kriegst du hin. Du darfst im Spiel, nach dem Spiel und bis zum Ende des Turniers nicht drüber reden, dass du die geheime Mission hattest. Wenn du das verstanden hast, mach einen hoch runter, wie so ein Ja im Spiel. Okay, Eli, viel Glück. Nicht im Spawn dann, nur im Spiel, okay? Im Spawn zählt es nicht. 10-mal, los geht's. So, das sind jetzt, das ist ja quasi die Storyline dieses Spiels, dass die Protagonisten Maulwürfe sind und nicht unter einem großen Staat agieren, sondern tatsächlich on their own sind. Und deshalb dürfen sie sich das nicht anmerken lassen. Das ist eine Flashgranate. Die müssen ihre eigenen Teammates quasi flashen, sodass sie nichts mehr sehen. Oder stunnen, dass sie sich langsam bewegen können. Und das müssen sie 10-mal schaffen. Und das ist halt sehr schwer, weil irgendwann fällt es halt auf. Dann sagen die Teammates, was ist denn los bei dir? Warum machst du das? Manche Leute einfach nicht. Und ich glaube, da kam irgendwie gerade ein Call durch. Das war besser. Also, es ist tatsächlich sogar der langsamste Modus, wirklich? Aber dennoch, ja. Die anderen Modi sind viel schneller. Das ist ein sehr langsamer Modus, weil sobald man einmal tot ist, kann man nicht mehr zurück ins Spiel. Bis die Runde vorbei ist. Okay. Wie gaming-affin bist du? Ich habe gerade schon gesagt, gefährliches Halbwissen. Also. Es ist ewig, dass ich wirklich selber gezockt habe. Aber die Spiele haben sich auch wahnsinnig weiterentwickelt. Also die Grafik ist sensationell, finde ich. Und was da wirklich jedes Jahr passiert, das ist krass. Also die Sprünge, die gemacht werden mittlerweile, sind wirklich unglaublich. In diesem Modus geht es darum, dass eine Bombe liegt. Und ein Team muss die Bombe planten, also quasi platzieren. Und dann hat das andere Team Zeit, sie zu entschärfen. Okay. Oder man tötet jeden, der in dem Bombenleger-Team lebt und gewinnt so die Runde. Das sind die zwei Arten zu gewinnen. Da siehst du gerade die Bombe links. Und das ist halt der Twist, weil in diesem Modus ist es besonders gefährlich, seine Teammates zu stunnen, weil es kommt auf jede Sekunde an. Und ich hoffe, wir sehen es einmal, weil er muss es schaffen. Das ist einer von den beiden. Ich merke es ein bisschen. Hat es, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal geschafft. Und ihr müsst es 10-mal schaffen. In welcher Zeit? Es gibt 6 Runden.
Also insgesamt können es maximal 12 Runden geben, also 6 pro Team oder 6 zu 5 maximal, also eigentlich 11 Runden. Das heißt, wenn alles gut läuft, haben sie 11 Runden Zeit, 11 Lebenszeit. Das heißt, mindestens einmal pro Leben sollten sie es schon schaffen. Okay, und das kann die ganze Nacht dauern? Ne, also eine Runde dauert immer maximal 1,5 Minuten. Achso. Ist etwas kürzer. Aber genau, solange wir reden, hören die Zuschauer die auch nicht. Deshalb werde ich mal ein bisschen meinen Mund halten und mal reinhören, was sie so zu reden haben. Also wir challengen ein bisschen. Besser gegenüber. Max nimmt da ab. Oh mein Gott, einer ist ganz links. Links von uns hinten, guck hinter uns. Ja. Yeah. Oh mein Gott. Ist er oben? Wo ist der Chris? Der kommt ich schon. Ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen tatsächlich. Boah, keine Ahnung. Annika, du darfst nicht so weit vorgehen. Ich war nicht weit vorne, ich war bei Vincent direkt drin noch. Sauber wurde platziert. Sauber. Leg mich hier einfach mal hin. Drei Runden in Folge. Reapers hier mit dem Klatsch. Er hat die restlichen Leute geholt, kriegt auch den ersten Applaus hier, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das im Stream hört. Ich hoffe mal. Aber im Gaming sagt man verschwitzt. Also wenn man sich so sehr anstrengt, dass man metaphorisch schwitzt. Und es riecht auf jeden Fall sehr nach Schweiß gerade dort unten, das kann ich dir sagen. Also die strengen sich an. Es kommt hier auch etwas an. Die Bombe ist auch komplett useless. Lass mal. So, jetzt schauen wir mal Eli zu. Ich würde auch darum bitten, mal auf Eli zu bleiben. Mal gucken. Eli darf nicht im Spawn stunnen. Du darfst nicht im Spawn stunnen, erst später, das weißt du. Ja, rechts so. Und da, hier runter. Nicht darunter. Du darfst nicht im Spawn die Leute stunnen, nur jetzt. Ab jetzt darfst du sie stunnen. Ich hab keinen Stun. Dann musst du sie ausrüsten. Du kannst im Spiel ausrüsten. Du kannst deine Ausrüstung ändern. Fenster oben, da wo jemand richtig reingeht. Bearbeiten. Guter Call, hab ich. Sehr stark, bin da auch. Unten einer im Bombenspot, der hinter nur ab. Ja. Okay. Nee. Du bist der beste Eli, du bist so schlau, unfassbar. Hinter uns. So gut, dass ich ihm gesagt habe, weil wenn er natürlich die Granate nicht dabei hat. Über uns. Hä? Reapers ist blau. Reapers okay, ist unser Team. Guter Call. Das ist jetzt eine Neuerung. Dort wird ein Gegner als Verbündeter angezeigt. Das kann man alle paar Intervalle mal ausrüsten quasi als Spezialfähigkeit. Und das ist gerade passiert, weil er hat den blauen Namen gesehen, dachte, es ist ein Teammate und war tot. Und es steht 4-0, also es wird schwierig, noch die Mission zu schaffen, weil nach 6 Runden ist es vorbei. Wenn es 6-0 steht, wurden sie gewiped. So schnell geht's. Ich bin übrigens im Chat von Eli gerade, also Elis Chat, wenn ihr mal Liebe rausholen wollt, haut raus. Der Junge ist am Tryen mit der Flash Grenade. Ja. Spam mal die Herzen rein. Ich habe gerade euren Chat offen, ihr könnt alles schreiben, ich werde dann nach dem Spiel mal drauf interagieren. Wenn ihr vielleicht auch Fragen an Tom habt, könnt ihr die gerne reinhauen. Er wird nämlich zwischen den Spielen für euch zur Verfügung stehen. Jetzt die Chance. So, jetzt schauen wir Eli zu. Digga, also muss schon. Und da, nein, die Stun kam. Das ist genau. Ich glaube, er hat's geschafft. Geil, der ist richtig sauer. Dann würde ich sagen, wechseln wir rüber zu Reapers. Sind wir schon? Ob er die Stun. Hat er es schon geschafft? Wir müssen die irgendwie reincatchen. Das ist immer schwierig, das zu kriegen. Ich glaube, Eli hat's geschafft. Scheiße. Ich bin tot. Hat gekracht. Er liegt da, nice. Alter, nein, Santu. Ihr seid noch 3 gegen 3. Okay, Pantu. So, 3 gegen 1, die 3 müssen nur noch einen töten und dann haben sie die Runde geholt. Jetzt ist ein 2 gegen 1, wird er das 1v3 klatschen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Nee, sie haben es geschafft. Und es steht schon 5-0, also es ist ein clean wipe. Wenn die jetzt die nächste Runde holen, dann war's das. Dann schafft aber auch Reapers seine Mission nicht, weil er zu wenig Runden hatte tatsächlich. Es passiert viel gerade. Yeah, ey. Sehr viel. Das ist ja wirklich krass, also diese die Reaktionsschnelligkeit, also wenn du da nicht dran gewöhnt bist, dann ist das wenigstens wahnsinnig schnell. Wenn das das langsamste Level ist, wie du sagst, dann... Und das sind ja eher Spieler, die es zur Unterhaltung machen. Es gibt dann ja noch die professionellen Spieler und die haben tatsächlich Reflexe wie ein Jet-Pilot zum Beispiel. Also die sind wirklich sehr, sehr scharf.
Das ist nicht ohne. Oh, und rechts. Ja. So, ich würde gerne die Moles sehen, ob die Moles ihre Mission schaffen. Autorisiere Napalmangriff. Ich krieg da Napalm runter. Ab oben. Nice. Nein. Nice. Annika so klein, dass sie ein Fünftel des Monitors ausmacht. Ich hol die Bombe. Oder zwei zusammenspielen. Ja. Wir sind nur, wie viel haben die noch am Leben? 4 gegen 2. Wir sind 4 gegen 2. Dann lass zu B, oder? 4 gegen 2 und das könnte die erste Runde sein, die sie holen. 3 gegen 2, vielleicht geben sie es her und es ist ein clean wipe 6-0. Einer wird das Team dann gezeigt. Annika legt die Bombe. Das ist so krank. Das ist eigentlich ein Nachteil. Das ist wirklich krass, ne? Ja, wenn man das einmal weiß, ja. Wir haben leider keine Reaktion bekommen von den Selbststuns. Ich hätte gern gesehen, wie das Team reagiert. Es sind 3 gegen 1, das könnte die erste Runde sein, die das blaue Team sich holen. Ja, Bombe ist down, Bombe ist down. Wo ist er? Er kommt von rechts. 2 gegen 1. Ich kenne halt die Map nicht, ich weiß nicht, wo man überall lang. Die Bombe ist down, Reapers gegen 2. Kann er das holen? Er ist am Spot. Entweder holt er beide oder entschärft die Bombe. Sehr, sehr klug gespielt von Stylus. Lässt ihn nichts anbrennen, geht zurück und das war's. Und die erste Runde, die sie geholt haben, 1-5. Ist das das Comeback? Oder das Comeback? Taktik. Schön, Carsten, sehr schön. Irgendjemand hat hier einen Call-Out, dass er on Spot ist. Das war richtig und richtig. Ja. So, meine Damen und Herren zu Hause. Comeback, Jungs und Mädels. Oh, der Vincent. Jetzt schauen wir uns Reaps an. Und wir schauen mal, ob er das mit der Stun schafft, weil er muss ja gut spielen und gleichzeitig guckt schon seine Teammates an. So. Es darf nicht direkt im Spawn passieren, er muss ein bisschen rausgehen. Und da kommt sie gleich. Einer vor uns. Trimax fällt das. Er muss auch. Trimax fällt das gar nicht auf. Nur zur Information, der gestunt wurde, ist so. Nicht auf einem guten Level, sagen wir das. Der hat gar nicht gemerkt, dass er gerade geflasht hat. Und das wird jetzt als Hit gezählt. Kleine Information, viele sagen, es ist zu schwer. Wenn man 3, 4, 5 Leute gleichzeitig stunt, dann zählt es als 5 Leute und nicht als einer. Also es ist absolut machbar. Zwei sind links entlang, die werden wahrscheinlich A gehen. Einer ist in diesem Fenster. Ja. Wir können sonst versuchen, einfach A halt reinzugehen. Ich werde dir rein. Oh mein Gott, du kannst dich im Vorschuss. Sie bereiten einen letzten Vorschuss. Hier ist noch was im Tank. Er wurde nicht gestunt, es kam kein Hit. Es wurde keiner angezeigt, aber es war ein Hit. Ja. Wird auch als Hit gezählt. Und es war's, es steht 2-5. Es kann sein, dass sie sie vielleicht holen. Der Erste, der 6 Punkte hat, gewinnt. Maluna mit dem letzten Play hier. Freut sich auch, hat hier die wichtigsten Kills gemacht. Wie ihr seht, steht immer Matchball da, weil das Black Ops Team das quasi holt, ist es vorbei. Ich würde jetzt gern mal wieder Eli sehen, wie er das mit der Stun macht. Wechseln wir auf Eli. Er ist der Maulwurf, das seht ihr auch an dem Overlay hier. Und jetzt schauen wir, wie er es macht. Wir hören rein. Ja, ganz rechts. Okay, ja. Ich hab Rechts-Links-Schwäche anscheinend. Anscheinend, ja. Einer durch Mitte, tot. Eine ist hier hinter gelben Marker direkt. Ja. Direkt hinter gelben Marker. Mitte drin bei A und Zeit. Okay, so, gut. Eli muss es noch schaffen. Ohne, dass er einen zu großen Nachteil seinem Team gibt. Noch einer, pass auf. Muss ich die Knarre? Er hat es nicht gemacht, er hat einfach die Stun nicht rausgehauen. Ich glaube, er hat aufgegeben. Ja. Das ist A, eigentlich könnt ihr B gehen. Boah, wichtig, Tag. Jungs. Wir können jetzt auf B, jetzt auf B. Geh durch. Ja. Feindliche Drohne im Anflug. Drohne hat er angemacht, ihr seid 2 gegen 2 gerade. Feindliche Bombe platziert. Du bist unsere letzte Chance. So, 1 gegen 2 für Blau und Rot hat wieder gewonnen. 5 zu 3. So schnell geht's. Noch 2 Runden und knapp. Ja, es kann knapp werden. Okay, komm mal. Wir können mal. Ich würde gerne nochmal auf Eli gehen und mit ihm sprechen. Ich glaube, er hat aufgegeben. Ich würde es ihm aber nochmal sagen. Also, sonst sehen die dich auch durch die Wand. Blauen Punkt.
Der schlagt den blauen Punkt durch die Wand. Und den Namen, ne? Ja, das ist halt, ja. Momentum, komm. Eli, du musst stunnen. Du musst es hinbekommen. Mach das, Junge. Ja. Mach das. Was ist denn, wenn ich... Ich hab's schon viermal. Vier, fünfmal. Nicht reden, die hören das. Alles gut. Du bist der Maulwurf, nicht vergessen. Du musst noch... ein Stun kann auch mehrere Leute hitten. Dann gilt es als mehrere Hits. So, das war eine wichtige Info. Er hat zwei Leute vor sich. Mal sehen, ob er das schaffen wird. Ja? Ja, beide springen runter. Einer ist weiter pushen, markiert. Nein, der andere rennt weg. Und er stunt nur Annika. Zwei unten. Er hat sie getroffen. Das ist der fünfte Stun. Ah, es wird schwierig. Eli muss auf jeden Fall einen Multistun machen. Sehr gut. Ich bin gerade im Chat von Eli übrigens. Ich sehe euer, wie es euch gefällt. Wie lost er da rumläuft. Ich geh mal zurück kurz. Ich krieg ihn da auch nicht. Nein. Okay. So, 1 gegen 4. 1 gegen 3. Er hat jetzt 2 Kills geholt. Bis 1 gegen 3. Wenn jetzt alle 3 holt, haben sie das gesamte Spiel gewonnen. Wenn nicht, dann geht es in die nächste Runde. Muss vorsichtig spielen. Jetzt weiß das gegnerische Team, wo er ist. Okay. Jetzt ist er quasi, ja, das war's mit der Runde. Und es steht 5-4. Sehen wir tatsächlich ein Comeback hier? Das wär's. Mach sie zwischen die Beine. Das war persönlich. Oh. So hat den Sack geschossen. Trimax mit stabilen 0 Punkten und 0 Kills. Ja, komm. Die machen wir rechts. Die haben die Menschen von der Stand auf rechts. Ja. Oder wollen wir jetzt einfach mal B probieren? Nee, oder? Nee, das kann jetzt auch gar nicht. Ich hab nen Heli. Zu risk jetzt auch. Reaps, du kannst auch Multistunts machen. Also, wenn du 3 Leute triffst, sind es 3 Punkte. So, schauen wir mal, was er mit der Information macht. Also, aktuell. Vielleicht hat er es sogar schon geschafft und ich habe es nicht getrackt, aber aktuell spielt er noch relativ normal. Also er geht jetzt nicht darauf, seine eigenen Leute zu finden. Und du siehst, es ist relativ langsam jetzt, das ist der langsamste Modus, weil sobald man halt tot ist. Okay, da komme ich mit. Bei dem Spielstil jetzt, das funktioniert. Das ist genau richtig, das ist genau meine Geschwindigkeit. Gar nicht laufen, meine Geschwindigkeit. Hätten wir doch nicht die Bombe draußen legen sollen? Was ist denn das Main Goal in der Story? In der Story, also das ist jetzt der Multiplayer quasi, der abgesondert von der Story ist. Okay. In der Story, da kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr erzählen, was deine Rolle genau war. Da werden wir gleich noch Zeit haben zwischen den Runden. Da habe ich auch noch mal ein paar Fragen, wenn das okay ist. Aber hier in dem Spiel geht es halt, genau, die legen jetzt die Bombe, wie man hier sieht. Der Erste, der halt 6 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Und das wird auch competitive gespielt. Also das sind tatsächlich große Turniere vor 10, 15, 20.000 Leuten, Hunderten von Tausend Leuten online. Und ein richtiger Sport, ne? E-Sport. Krass. Nicht deren Level, ganz weit weg von deren Level. Ja, es ist. Aber es ist schon sehr groß, ja. Wie lange bleibt er denn? Und du siehst, das blaue Team hat noch 2 Leute am Leben und das rote 5. Jetzt ist es 2 gegen 3. Aber sie sind gerade in der Unterzahl und wenn das rote Team jetzt gewinnt, dann kommt es zum Matchball, weil dann ist es 5-5 und die 11. Runde entscheiden. Ja, sie haben tatsächlich verloren und damit gehen wir in Round 11. Das ist nicht so häufig und das ist das, was für die Zuschauer am besten ist. Und natürlich nervenaufreibend als Maulwurf, wenn man noch die Maluna wieder mit dem Last Kill. Ja, Aimlock, alles da. So gut. Und jetzt ja, das spielt sie ein bisschen mit der Kamera, der Pro. Und jetzt kommt's drauf an, Runde 11. Ich habe einen Cluster Strike oder so. Wer die Runde gewinnt, gewinnt das gesamte Spiel und kriegt 10 Punkte. Okay. Und ich würde gerne Eli sehen, ob er noch das mit den Stunts schafft, genau. Das ist natürlich doppelt schlimm jetzt. Ich bin jetzt leise und wir hören nur rein. Nee, alles gut. Und schnell, dass sie mit Viereck, du kriegst das hin. Fenster oben, pass auf. Chris, One Shot? Nee, nein. Boah. Sehr stark. Entspannt spielen. Sorry. Jetzt wieder zusammen. Ich zieh ab. Hinter uns. Annika, lass mich hinter uns. Ja. Ich weiß nicht, wie man markiert. Ich war richtig. Unten bei dir, unten bei dir, unten bei A. Nein, ruhig. Die sind rechts bei mir drin. Also die sind in A drin.
Wir haben noch Zeit. Brauchen Frag. Eli, kommst du, kannst du irgendwie zu mir kommen, Eli? Ja. Der ist immer noch hier rechts. Bei dir ist Reading was irgendwo, du musst aufpassen, nicht zu legen. Ja. Setz mit und vor. Uns läuft die Zeit davon, macht sie fertig. Das, glaub ich, oder? Das ist eine Person ja. Überzahl. Putz, kommst. Guten Fund sind down. Wolltest du A? Nichts von B, es ist glaube ich A. Es müsste A werden wahrscheinlich. Nur noch ein Feind am Leben. Noch eine, beendet noch eine Person. Das haben wir, Leute. Kommt schon. 4 gegen 1 für Blau. Ich bin bei A. Okay, ich bin bei B. Was A. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich hoffe, die haben auch ihre Mission geschafft, das werden wir später erfahren. Aber sie sieht ihn ja eigentlich ganz, die ganze Zeit. Eigentlich ist es nicht OP. Ja, aber genau, Mann, wenn man aber nicht weiß, wer bei dir ist. Aber er muss sich einmal zeigen. Und das war's. Trimax-Team mit Kaiser und allen hat es tatsächlich geholt.